Im Tabellenkeller der Bundesliga wird gerade ein Krimi geschrieben. Mittendrin drei Schweizer. Wohl so manch einer hätte gerne gesehen, wie Felix Magath auf dieses 3:0 gegen Hoffenheim reagiert. Ob er gelächelt hätte, ob er die Faust geballt oder ob er einfach stoisch sitzen geblieben wäre. Immerhin sind schon 10 Jahre vergangen, seit man den ehemaligen Wolfsburg-Trainer in der Bundesliga hat jubeln sehen. Aber Magath musste zu Hause bleiben. Corona. Unter der Woche heizte der neue Hertha-Trainer, der als einer der härtesten Hunde überhaupt gilt, seinen Spielern schon mal ordentlich ein. Fredrik Bjørkan musste das Training gar abbrechen. Kreislaufprobleme. Schon vor seinem ersten Spiel setzt Magath ein Ausrufezeichen. Und er lässt gegen Hoffenheim das nächste folgen. Souveräner 3:0 Sieg gegen den Champions League-Anwärter. Es ist der erste Dreier seit Mitte Dezember. Von den vergangenen 10 Spielen hatte die Hertha 8 verloren und bloß 2 Punkte geholt, nun weckt Magath die schlafenden Hauptstädter. Und das mit altbewährten Tugenden. Viel Kampf, viel Laufarbeit, viel Physis. Es ist kein Zufall, dass alle 3 Treffer nach Standardsituationen fallen. Zur Belohnung liegt die alte Dame neu auf Platz 16, der zur Relegation berechtigt. In die Röhre guckt hingegen die Arminia aus Bielefeld. Die treten ohne ihren gesperrten Außenverteidiger Cedric Brunner an und verlieren in Mainz gleich mit 0:4. Bemerkenswert, 3 Treffer fallen durch Elfmeter, der Aufsteiger liegt neu auf einem direkten Abstiegsplatz. Nächste Stuttgart-Wende. Den größten Sprung nach vorne macht der VfB Stuttgart, der zum 3. Mal in Folge unfassbare Moral beweist. Beim 3:2-Sieg gegen Gladbach drehen die Schwaben einen 2-Tore-Rückstand, beim 1:1 gegen Union gleichen sie in der Schlussphase noch aus. Und gegen Augsburg dreht der VfB das Ding innerhalb 6 Minuten von einem Rückstand in eine Führung. Werbung. Und das absolut verdient. Weil Augsburg aus 2 Chancen 2 Tore macht und danach den Bus vor dem eigenen Tor parkiert. Als Quittung für diese Angsthasentaktik gibt's 0 Punkte. Die beiden Schweizer Andi Zekeri und Ruben Vargas stecken, punktgleich mit der Hertha, mitten im Abstiegssumpf. Die Resultate der Top-Ligen Bundesliga Bochum, Gladbach abgebrochen. Stuttgart, Augsburg 3:2. Hertha, Hoffenheim 3:0. Mainz, Bielefeld 4:0. Fürth, Freiburg 0:0. Bayern München, Union 4:0. Leipzig, Frankfurt Sonntag, 15:30 Uhr. Wolfsburg, Leverkusen Sonntag, 17:30 Uhr. Köln, Dortmund Sonntag, 19:30 Uhr. Premier League Wolverhampton, Leeds 2:3. Aston Villa, Arsenal 0:1. Leicester, Brentford Sonntag, 15 Uhr. Tottenham, West Ham Sonntag, 17:30 Uhr. Serie A Sassuolo, Spezia 4:1. Genua, Torino 1:0. Napoli, Udinese 2:1. Inter, Fiorentina 1:1. Cagliari, AC Milan 0:1. Venezia, Sampdoria Sonntag, 12:30 Uhr. Empoli, Verona Sonntag, 15 Uhr. Juventus, Salernitana Sonntag, 15 Uhr. Roma, Lazio Sonntag, 18 Uhr. Bologna, Atalanta Sonntag, 20:45 Uhr. Primera Division Bilbao, Getafe 1:1. Alaves, Granada 2:3. Elche, Valencia 0:1. Osasuna, Levante 3:1. Vallecano, Atletico Madrid 0:1. Espanyol, Mallorca Sonntag, 14 Uhr. Celta Vigo, Betis Sonntag, 16:15 Uhr. Cadiz, Villarreal Sonntag, 16:15 Uhr. Sevilla, Real Sociedad Sonntag, 18:30 Uhr. Real Madrid, Barcelona Sonntag, 21 Uhr. Ligue 1 Saint-Étienne, Troyes 1:1. Lens, Clermont 3:1. Nantes, Lille 0:1. Monaco, Paris Saint-Germain Sonntag, 13 Uhr. Bordeaux, Montpellier Sonntag, 15 Uhr. Engers, Brest Sonntag, 15 Uhr. Lorient, Straßburg Sonntag, 15 Uhr. Rennes, Metz Sonntag, 15 Uhr. Reims, Lyon Sonntag, 17:05 Uhr. Marseille, Nizza Sonntag, 20:45 Uhr. Bundesliga Bochum, Gladbach abgebrochen.
Stuttgart, Augsburg 3:2. Hertha, Hoffenheim 3:0. Mainz, Bielefeld 4:0. Fürth, Freiburg 0:0. Bayern München, Union 4:0. Leipzig, Frankfurt Sonntag, 15:30. Wolfsburg, Leverkusen Sonntag, 17:30. Köln, Dortmund Sonntag, 19:30. Premier League Wolverhampton, Leeds 2:3. Aston Villa, Arsenal 0:1. Leicester, Brentford Sonntag, 15 Uhr. Tottenham, West Ham Sonntag, 17:30. Serie A Sassuolo, Spezia 4:1. Genua, Torino 1:0. Napoli, Udinese 2:1. Inter, Fiorentina 1:1. Cagliari, AC Milan 0:1. Venezia, Sampdoria Sonntag, 12:30. Empoli, Verona Sonntag, 15 Uhr. Juventus, Salernitana Sonntag, 15 Uhr. Roma, Lazio Sonntag, 18 Uhr. Bologna, Atalanta Sonntag, 20:45. Primera Division Bilbao, Getafe 1:1. Alaves, Granada 2:3. Elche, Valencia 0:1. Osasuna, Levante 3:1. Vallecano, Atletico Madrid 0:1. Espanyol, Mallorca Sonntag, 14 Uhr. Celta Vigo, Betis Sonntag, 16:15. Cadiz, Villarreal Sonntag, 16:15. Sevilla, Real Sociedad Sonntag, 18:30. Real Madrid, Barcelona Sonntag, 21:00 Ligue 1 Saint-Étienne, Troyes 1:1. Lens, Clermont 3:1. Nantes, Lille 0:1. Monaco, Paris Saint-Germain Sonntag, 13 Uhr. Bordeaux, Montpellier Sonntag, 15 Uhr. Angers, Brest Sonntag, 15 Uhr. Lorient, Straßburg Sonntag, 15 Uhr. Rennes, Metz Sonntag, 15 Uhr. Reims, Lyon Sonntag, 17:05. Marseille, Nizza Sonntag, 20:05.